Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video hier auf Robson Town, nämlich eines, das dem Kanal erst den nötigen Tiefgang verleiht. Ihr wisst, ich liebe es, philosophische Videos zu machen oder Videos, in denen es beispielsweise ums Blutspenden oder die DKMS geht. Vor einigen Monaten habe ich mich live vor der Kamera für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei registriert und konnte euch damit zeigen, dass das richtig einfach ist, richtig schnell geht und dass viele der alten Gedanken, wie gefährlich eine Knochenmarkspende heutzutage sei, überhaupt nicht stimmen. Und deswegen erreiche ich mich heute immer noch regelmäßig Nachrichten, in denen einige von euch Zuschauern mir schreiben, dass ihre ganze Familie überzeugt haben, sich für die DKMS zu registrieren. Und da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich finde YouTube cool, es macht Spaß und es gibt hier viel Entertainment. Aber wenn es dann um so etwas geht, dann hat es nochmal einen viel höheren und viel wichtigeren Sinn und Zweck. Und das finde ich richtig große Klasse. Und da bin ich immer wieder begeistert, was Internetvideo kann. Und heute gibt es einmal mehr ein Video in eine solche Richtung. Diesmal geht es aber mehr um Politik, nämlich das Generationenmanifest. Liv Floyd Floht, ein YouTuber, den ich wirklich lieb gewonnen habe in den letzten Monaten, hat gestern in seiner Folge Lin News dieses Thema kurz, oder beziehungsweise ist das eines seiner Themen in Lin News gewesen, und ich glaube, es wird noch der ein oder andere YouTuber dazukommen, der sich vielleicht die Woche dazu zu Wort meldet, denn das Generationenmanifest ist eine Art Forderung an alle deutschen Politiker, übergreifend aller Parteien, die Generation, vor allem die Junge, an die Zukunft stellt, wie man damit umzugehen hat. Ihr findet den Link zu der Seite in der Infobox. Leider kann ich sie nicht hier im Video verlinken, weil man nicht aus YouTube raus verlinken kann, aber da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Denn dieses Manifest beschreibt selbst auf der Startseite mit den Worten: Wir sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wir sind die Politik, wir sind die Wirtschaft, wir sind jung und alt, arm und reich, mächtig und ohnmächtig, Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Enkel und Großeltern. Wir machen uns Sorgen, große Sorgen, und das unabhängig von der Farbe unserer politischen Überzeugung. Wird hier quasi aufgestellt, was es in der Zukunft für Dinge zu beachten gilt, die wir einfordern. Da sind ganz einfache Dinge dabei, in denen es um Klimawandel und Klimaschutz geht. Es sind aber auch Dinge dabei, wie dass Gewinne privatisiert werden und Banken aber wiederum durch Steuergelder, durch unsere Steuern entschuldet werden, wenn sie selbst in eine Falle geraten und drohen, bankrott zu gehen. Viele Themen, wie zum Beispiel die Energiewende, werden angesprochen und eingefordert. Und das klingt alles so lapidar, und große Themen wie Klimawandel sind auch ein bisschen weich formuliert. Das will natürlich jeder und der Einzelne kann da nichts bewegen. Und bei so einem großen Thema wie Klimawandel kann wahrscheinlich Deutschland in seiner Gesamtheit nicht mal wirklich was bewegen, weswegen es hier vielleicht ein wenig über das Ziel hinausschießt, aber viele kleine Themen sind sehr, sehr wichtig, wie beispielsweise der Generationenvertrag, das habt ihr hoffentlich schon mal in der Schule gehabt, also das ganze Rentensystem dabei ist ja zu kollabieren und wir später wahrscheinlich so gut wie gar keine Rente mehr kriegen, werden hier viele Forderungen aufgestellt mit dem Sinn, dass wir oder ihr auf diese Seite geht und dort unterschreibt, euch einloggt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten zu unterschreiben, auch per Post und so weiter und so fort, und all diese Unterschriften werden gesammelt und nach der Bundestagswahl am 22. September allen Politikern aller Parteien übergeben, als Art Mahnung. Das klingt vielleicht ein wenig dämlich, und der eine oder andere sagt sich, ja toll, gut, haben die halt ein Pamphlet unterschrieben, das beeindruckt ihn nicht, aber Politiker sind ihrem Gewissen und ihrem Wahlkreis verpflichtet und wir sind die Wähler und jeder Einzelne kann oft nichts machen, aber wir alle zusammen haben dann doch eine Stimme. Das haben wir hier auf YouTube bei Sachen wie ACTA und vielen anderen Dingen schon zeigen können, und deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal, auch wenn dieser Kanal nicht so riesig ist, vielleicht das nutzen und zu sagen, Leute, geht mal auf diese Seite, guckt euch das an, lest es euch durch, und ich weiß, viele von euch werden sagen, ja, das sind alles gute Dinge und kann man sie vielleicht alle umsetzen? Natürlich kann man nicht alles davon heute auf morgen umsetzen, aber Politiker sind nun mal die, die große Entscheidungen lenken, und sie sollten immer wissen, dass wir ein Auge darauf haben, was sie machen. Und deswegen kann ich nur inständig darum bitten, schaut es euch mal an. Ich finde es wichtig, darüber zu reden. Wir haben auch irgendwann Bundestagswahl. Ich weiß, viele meiner Zuschauer sind noch nicht wahlberechtigt, aber politisches Desinteresse wird immer größer in diesem Land. Wir haben anstatt Integration eine Art Ghettoisierung, und es gibt viele, wahnsinnig viele und wichtige Themen. Aber vor allem eine solche Katastrophe wie die Hochwasserkatastrophe hat auch gezeigt, dass wir ein Land sind, in dem wir und der Bevölkerung zusammenstehen können. Und deswegen finde ich das Generationenmanifest erst einmal grundsätzlich eine gute Sache. Es gibt viele Initiatoren, es gibt regelmäßig, wie in Berlin ist, Montagsdemos vor dem Kanzleramt. Es gibt eine Reihe von 28, ich sag mal, Prominenten, wie Hannes Jennecke, Benno Fürmann, das sind schon fast die bekanntesten, die dieses Manifest unterstützen. Aber vor allem wir hier auf YouTube mit der Reichweite haben die Möglichkeit, etwas zu sagen, und ich hoffe, ihr schaut euch das mal an, und damit soll es in diesem Video es auch für heute gewesen sein. Und ich hoffe, dass dieser höhere Zweck euch dazu bewegt,
dieses Video vielleicht zu teilen, es anderen zu erzählen, vielleicht einmal mehr wie bei dem DKMS-Video mit eurer Familie drüber zu sprechen und dafür zu unterschreiben. Ich möchte mir nicht ausmalen, wenn Politiker nachher, anstatt wie gewohnt bei manchen Sachen 20.000, 30.000 Unterschriften, vielleicht sogar bei diesem Manifest aber 500.000 oder 1 Million Unterschriften vorher die Augen geknallt bekommen, wie sie dann reagieren, dann bekommen sie Angst um ihre Wählerstimmen und das finde ich eine ganz interessante Sache. Man könnte jetzt ewig weiter diskutieren, aber ich wollte erst einmal nur aufmerksam machen. Ich bin für jede Diskussion offen in den Kommentaren und finde es sehr, sehr spannend. Würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen in diesem Fall unterstützt, weil es einen höheren Zweck hat. Und ansonsten war es das von mir für heute, Freunde, mit dem Generation-Manifest. Schaut gerne mal rein und ich finde es toll, dass man YouTube dafür nutzen kann. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als folgt eurem Herzen, es ist und bleibt das Wichtigste. Wahrscheinlich hat dieser Satz bei Videos wie diesen noch viel mehr an Bedeutung als sonst und deswegen, ja, schaut gerne rein. Ich freue mich drauf, was ihr in den Kommentaren schreibt. Macht's gut, bis ganz, ganz bald und tschüss!